Moin, moin zu Lebenslanke 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Scoop, am Samstag. Ich wollte schon heute sagen, aber es ist am Samstag. Schalke gegen Werder, Pauli gegen Darmstadt, Erster gegen Zweiter und Dritter gegen Vierter. Die zweite Bundesliga macht ja seinem furiosen Namen wirklich hier aller Ehren wert. Die spannendste Liga und beste Liga überhaupt. Ich finde ja, dass das erinnert einen so an die 90er und Nuller Jahre, wo auch die Bundesliga, die erste Bundesliga sehr spannend war, wo es auch volle Ränge gab. Also macht wirklich Spaß, während sich natürlich am Samstag, glaube ich, Bayern München gegen Dortmund eh keiner mehr anguckt, weil die Bayern gewinnen und zum 10. Mal in Serie Meister werden. Ist das natürlich in der zweiten Liga ganz anders. Das ist ja ein packendes Duell bis ja, runter zu Platz 6, der auch noch, der HSV, der auch noch aufsteigen kann. Gibst du mir recht, dass es auf jeden Fall die beste Liga aller Zeiten ist? Ja, moin, liebe User, moin, lieber Sepp. Da gebe ich dir natürlich zu 100.000% recht, dass es die geilste Liga überhaupt ist. Definitiv diese Spannung, die da steigt, ist echt richtig, richtig, richtig geil. Und dass Werder Bremen natürlich noch mittendrin ist, ist umso geiler, muss man dann auf jeden Fall sagen. Wir haben es, wie gesagt, in der eigenen Hand, wie die ganzen Profis und der Trainer und der Manager, wie das alles sagen. Wir haben alles in der eigenen Hand. Wir haben jetzt 4 Spiele vor uns, Crunch-Time. Gewinnen wir alle 4 Spiele, sind wir definitiv aufgestiegen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ob das, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, werden wir gleich, denke ich, mal intensiver drauf eingehen in unserem Gespräch. Aber wenn du alle 4 Spiele gewinnst, bist du definitiv aufgestiegen und dann auch höchstwahrscheinlich als, nicht höchstwahrscheinlich, dann steigst du sogar als Meister auf. Dann hätten wir wieder einen Grund, was in den Bremer Himmel zu ragen, die Alufelge, wie wir davon sprechen. Ja, super geil. Also, wer die Spielpläne geplant hat, erste wie zweite Liga, ist natürlich überragend. Das ist auf einen Tag das Spiel Schalke gegen Werder, das totale Highlight der zweiten Liga und dann ein paar Stunden später in der ersten Liga das Highlight Bayern gegen Dortmund, in dem Bayern auch Meister werden kann, geplant hat. Also das ist schon ganz großes Tennis. Man kann sowas ja gar nicht planen, aber Hut ab vor den Menschen, der das gemacht hat, definitiv. So, da wir jetzt so munter sind, kann ich direkt mal auch unsere damals gemachte Umfrage hier zitieren. Da haben jetzt 61 Menschen abgestimmt oder Follower abgestimmt, Werder-Fans abgestimmt. Da hatten wir 64% für Platz 1, 23% für Platz 2 und jeweils 7% für die Relegation oder den Platz 4. Also da ist jetzt auf jeden Fall noch die Euphorie sehr stark gewesen. Die Abstimmung lief jetzt aber auch schon über 3 Wochen. Also kann natürlich auch sein, dass schon vor 3 Wochen mal abgestimmt wurde. Für den Moment können wir die ja dann erstmal sozusagen wieder runternehmen. Aber hoher Anteil immer noch, dass Werder das direkt schafft. Und da können wir jetzt ja fast schon überleiten. Aber wir wollen noch 2, 3 Sachen wenigstens der Form halber über die letzten paar Tage sprechen, die so wo passiert sind. Vielleicht erstmal so ein paar Randinformationen auch noch für euch, die ganz interessant sind. Erstmal U23 gewinnt mal wieder in der Meisterrunde ein Spiel. Was heißt wieder zum ersten Mal? Aber wir hatten das ja schon thematisiert. Thema Aufstieg ist da weit weg. Unser Torwarttalent Lord ist auch wieder jetzt bei den Profis dabei. Den hatten wir jetzt auch schon mal längere Zeit wegen einer Verletzung vermisst. Werder bekommt die Lizenz für beide Ligen ohne Auflagen. Das ist sicherlich auch ein sehr positiver Punkt, der schon mal wichtig ist, dass wir da jetzt keine speziellen Dinge beachten müssen. Und was ich dann auch nochmal sagen wollte, die Ultras machen ja die Stadt mobil. Überall sollen entsprechend grün-weiße Beflaggung da sein. Und ich denke, man merkt es jetzt ja auch schon, ihr merkt es ja vielleicht auch selber, wir auf jeden Fall, es geht jetzt wirklich in den finalen Endspurt. Es sind diese 4 Begegnungen nur noch. Es sind jetzt hier Spitzenspiele direkt mit den ersten 4 Mannschaften. Das heißt, hinten dran Nürnberg auf 5 und HSV auf 6. Die können halt jeweils noch punkten. Das heißt, die können auch nochmal sehr weit rankommen. Gerade auch die Nürnberger haben halt gute Chancen mit 3 Punkten, sowohl entweder Darmstadt oder Pauli sogar zu überholen, je nachdem, wie das Spiel ausgeht. Und der HSV kann halt auch wieder an die Fleischstöpfe rankommen, nachdem sie im Pokal unter der Woche ausgeschieden sind. Also, da können wir jetzt noch stundenlang später über Taktik, über TikTok, Flankenläufe, alles Mögliche sprechen. Ich sage jetzt schon mal voraus, das Ganze ist hier oben zwischen den Ohren, unterhalb der Mütze ein Thema. Also jetzt kommt es auf viel mentale Stärke an.
Und das könnte auch ganz entscheidend werden, wer mit dem Druck besser umgehen kann. Was wir aktuell nicht wissen, vielleicht habt ihr noch mal was gehört, Werder arbeitet ja sonst auch öfters mit Sportpsychologen zusammen, gerade auch in den Abstiegs- oder akut abstiegsgefährdeten Saisons. Vielleicht brauchen sie auch mal einen für die Aufstiegsrennen, denn ich habe ja letztes Mal auch schon gefordert, Werder muss ein bisschen was tun, damit kein Schlendrian reinkommt in das ganze System. Ich bin da sehr gespannt und es gibt vielleicht mal zum Auftakt, bevor wir jetzt mal Richtung Schalke uns bewegen, dem ultimativen Kracher, dann aktuell, wie siehst du das mit zwischen den Ohren? Da bin ich hundertprozentig bei dir, weil du hast ja auch die letzten drei Spiele, wie gesagt, nicht gewonnen. Du hast dreimal unentschieden gespielt. Jetzt fährst du nach Schalke. Schalke hat alles in der letzten Zeit weggebombt, muss ich jetzt mal ganz eindeutig sagen. Da komme ich natürlich auch bei meinem Weltklasse-Zettel gleich natürlich noch drauf auf die genaue Statistik, wie viele Tore sie in den letzten fünf Spielen geschossen haben und so weiter. Da kann einem als Werder-Fan nur schlecht werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und du hast gesagt, wir machen jetzt den Spagat zum Schalke-Spiel. Dann natürlich Veljkovic fällt aus, Toprak fällt aus. Groß weiß man nicht, ob er spielen kann. Dann gegen Terodde, den 24-Tore-Mann, dann eine Abwehr wieder stehen zu haben, die vielleicht nicht eingespielt ist, wo sogar Nicolai Rapp nach hinten gezogen werden muss und Anthony Jung neben Friedl in der Dreierkette, was alles Spekulationen sind. Also die Vorzeichen für Werder stehen nicht positiv und du kannst das Spiel auf Schalke nur gewinnen, wenn du mental gut drauf bist, wenn du an dich glaubst, wenn du rausgehst und sagst, egal, kommt ruhig, wir hauen euch trotzdem weg, wir wollen aufsteigen, egal ob ihr Erster seid, egal ob 60.000 da sind. Schon mal Hut ab vor den ganzen Werder-Fans, 7.000 Werder-Fans sind morgen auf Schalke, das ist natürlich eine richtige Hausnummer, ich hoffe, dass die dann am Ende des Spiels auch mehr Krach machen als die Schalker. Definitiv, dann, du hast es angesprochen mit den Ultras, dass die sagen, die ganze Stadt soll grün-weiß sein, mit Anstrichen, mit Fahnen und so weiter. Das sind richtig, richtig alles geile Aktionen. Aber jetzt muss ich ganz kurz zusammenfassend sagen, wichtig ist auf dem Platz, ne, was drumherum passiert. Wir können viel Einfluss nehmen, aber wir können nicht Einfluss nehmen auf die 90 Minuten, was unsere Werder-Jungs da auf den Platz bringen. Und da bin ich hundertprozentig bei dir. Das spielt sich zwischen den Ohren ab. Zum Beispiel, ich sage zum Beispiel, du liegst morgen auf Schalke nach 10 Minuten 2-0 zurück auf Schalke. Da möchte ich mal wissen, wie der Kopf dann da bei Werder ist, wenn dann das ganze Stadion schon am Applaudieren ist und die Schalker schon in die ersten Liga singen. Nein, ich bin bei dir, Sepp. Es ist ein ganz klares Ding für den Kopf. Aber die Verletzungen tragen natürlich bei uns nicht wieder für positive Gedanken. Gerade bei mir nicht zu positiven Gedanken, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Vielleicht nochmal, bevor es gleich zu deinem Zettel geht, das Übergeordnete, weil das müssen wir jetzt wahrscheinlich bei den letzten Spielen halt immer machen. Aus meiner Sicht brauchen wir da jetzt nicht riesige, also Systemumstellungen oder sowas sind ja eh nicht zu sehen. Da kannst du es über einzelne Positionen nachher können wir uns nochmal austauschen. Aber es ist ja wirklich das Mental, dass du es halt durchziehst. Würdest du dich jetzt vielleicht auch eher grundsätzlich sozusagen mehr defensiver hinten positionieren? Sozusagen das, was ich auch mal letztes Mal erwähnt hatte, dass man auch Nürnberg mal so ein bisschen locken sollte. Das würde man jetzt bei Schalke, könnte man sich auch etwas defensiver wieder positionieren. Oder geht man wieder diesen anderen Weg wie gegen den HSV, wo ja auch dieses extreme Pressing dann nochmal gemacht hat, was die Schalker ja wahrscheinlich auch überraschen würde. Ja, da bin ich natürlich total bei deiner zweiten Sache, weil es halt in letzter Zeit die beste Halbzeit war, die wir seit langem von Werder gesehen haben. Ich würde es auch überraschen mit anderen, hohes Pressing und so weiter und würde sofort bei dem im Stadion sagen, mir ist scheißegal, was ihr macht. Wir gehen sofort Power dagegen und hinten defensiv reinstellen. Das wäre so ein wie, oh, ich duck mich jetzt wie eine Maus und ich habe Angst vor euch. Nein, also wenn ich morgen seine erste Halbzeit wie in Hamburg sehen würde, wäre ich richtig glücklich. Und wie du schon sagst, da wird auch Schalke nicht mit rechnen. Schalke rechnet nicht damit, dass wir so ein Power geben werden wie in Hamburg. Und für mich wäre das definitiv die beste Taktik. Sofort draufgehen, ab der ersten Minute, denen sofort den Schneid abkaufen, dass die sofort ruhig werden. Natürlich wäre es mal wieder richtig geil. Das ist ja auch schon wieder Darmstadt, war es das letzte Mal, dass wir in Führung gehen sollten. Also ich habe morgen schon riesen Respekt davor, muss ich dir ganz ehrlich sagen, selbst wenn wir in Rückstand geraten. Weil nochmal, dann ist die Arena da, dann sind die 60.000 da und so weiter und so fort. Ich würde es mir wünschen, dass wir morgen mal in Führung gehen würden. Das würde mir richtig gut tun. Und dann vielleicht wie in Hamburg, okay, Hamburg waren dann noch 2 Elfmeter und es ging hin und her, aber vielleicht dann auch mal ein 2-0 nachzulegen. Auf Schalke, die können natürlich ein 0-2 auch noch drehen in einem 2-2 oder so, aber für unsere Mentalität wäre es schon wichtig, morgen definitiv in Führung zu gehen und ich würde sie hart anlaufen. Ich würde nichts auf Defensive, ich würde sie nicht kommen lassen. Hamburg hat das Positive gezeigt und das würde ich wiederholen lassen. Ich würde richtig von Anfang an Vollgas geben.
Aber da bist du ja dann beim Trainer, der in der Pressekonferenz, du gehst sicherlich nachher auch nochmal drauf ein, gesagt hat ja schon, wir wollen Werder Fußball spielen, wir wollen uns da auch jetzt nicht verstecken, Ausfälle interessieren einen nicht, wir müssen da gucken, dass wir unseren Stiefel durchspielen. Und du musst ja, du weißt es ja selber auch, warst ja, oder wir waren ja auch dann oft zusammen da vor Ort, man kann die Halle auch mal zum Schweigen bringen, das geht natürlich auch. Ne? Ja, das Und sage ich das ja. wäre. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, indem du das halt da gut machst. Es ist jetzt so ein bisschen auch so ein Rollentausch, denke ich mal, weil jetzt Werder vielleicht gerade nicht Favorit ist. Es ist noch ein Auswärtsspiel. Du hast jetzt sozusagen das volle Stadion nach knapp 2 Jahren oder so wieder angesprochen. Gibt natürlich auch gewisse Chancen, ja, weil das auch wieder so ein bisschen befreiten Moment ist. Was ich jetzt noch sehr interessant finde, aber dann kommen wir wirklich zu deinem Zettel. Das hatte ich jetzt noch bei Schalke mitbekommen, Mike Büskens, der auch relativ entspannt auf der Pressekonferenz und hat solche Sachen erzählt, wie dass De Buytter da zum Beispiel sozusagen ein bisschen pausiert hat unter der Woche beim Training, weil er vorher bei den 3 Toren so oft in der Fankurve war, aus so scherzhaft gesagt. Aber was ich da sehr erstaunlich fand, jedenfalls, dass der gar nicht weitermacht. Das heißt, er ist jetzt potenzieller Aufstiegstrainer und sozusagen beendet dann auch wieder die Arbeit als Trainer. Das finde ich schon sehr krass. Und das hat, glaube ich, Schalke dann jetzt so im Nachhinein, ich habe die vorher jetzt nicht großartig beobachtet, durchaus auch vielleicht etwas. Sag jetzt mal Auftrieb gegeben, ja. Die waren dann so ein bisschen abgeschrieben, dann haben sie gewechselt und Büskens hatte ja auch gar nicht diesen, ich sag mal, diesen innerlichen Zwang zu sagen, ich muss jetzt aufsteigen, damit ich einen Folgevertrag bekomme. Das heißt, er hatte auch so eine gewisse Lockerheit und die hat er anscheinend ja auch auf die Spieler dann übertragen, sodass die jetzt dastehen. Ähnlich war es ja, wenn man jetzt so ein bisschen reflektiert, auch bei Ole Werner, muss man ja Ja. auch ganz ehrlich sagen, ja. Da war erstmal okay, da war so ein Chaos bei Werder, dass man denkt, okay, wenn es erstmal vernünftig weitergeht, ist ja gut, dass er dann da so eine Siegesserie hinsetzt. Das konnte man ja nicht erahnen. Da hätte man ja auch dann mit, weiß ich jetzt nicht, 3 Viertel der Punkte oder so sich dann schon darüber gefreut, dass man erstmal vernünftig da rauskommt bei dem ganzen Tohuwabohu. Und so hat Schalke wirklich dieses Momentum anscheinend und ja, wird auf jeden Fall ein geiles Spiel. Ja, wird definitiv ein geiles Spiel. Und es ist immer, die Medaille hat immer zwei Seiten. Ne? Ich sage mir auch, vielleicht ist es echt mal gut, ich wiederhole mich da jetzt, wenn wir 1-0 in Führung gehen, weil Schalke ist auf der Euphoriewelle ganz oben. Die denken, es läuft jetzt alles von alleine, der Büskens strahlt nur positive Energie aus und so weiter und so fort. Und dann möchte ich mal reagieren, wie reagieren sie, wenn sie auf einmal in Rückstand geraten? Ne? Natürlich sagen jetzt viele Schalker, wenn ich darüber jetzt mit Schalker-Fans sprechen würde, die würden mir jetzt sagen, ach, ist doch egal, das packen wir weg, wir machen das 1 und das 2-1. Aber das weiß man halt vorher nicht. Deshalb ist es für mich morgen mit das Allerwichtigste, dass wir in Führung gehen. Das ist mit das Allerwichtigste, dass die vielleicht die Situation gar nicht kennen, dass die in Rückstand geraten, dann vom eigenen Publikum, wie du schon gesagt hast, wenn du dann echt noch das 2-0 nachlegst, dass die dann vielleicht ein bisschen ruhiger werden. Und das ist halt so mein Wunsch. Ich muss ganz ehrlich sagen, liebe User, ich glaube da nicht dran, aber das ist halt mein Wunsch, morgen halt da echt 1-0 oder beziehungsweise 2-0 in Führung zu gehen. Und dann musst du natürlich deine ganze Erfahrung, die du in der Mannschaft hast, dann ausspielen, sage ich jetzt mal so. Und dann musst du das Spiel auch zu Ende bringen, wenn du das schon sonst Spielstand hast. Aber es wäre natürlich auch interessant, jetzt, ich habe gerade von zwei Seiten einer Medaille gesprochen, aber dann bin ich auch mal gespannt, jetzt nehmen wir es mal negativ, was passiert, wenn Schalke wirklich nach 10 Minuten 2-0 führt? Also, gehen wir dann unter, kriegen wir dann 6, 7 Stück oder was ist dann deine Meinung? Naja, ich glaube, gehen wir nicht. Das scheint ja zu stabil zu sein. Was ich glaube, aber auch ein Problem habe, sozusagen vom Kopf her, ist ja auch, dass du das kennst. Das weißt du jetzt ja noch von den ganzen, ich sag mal, 3, 4 Saisons, wo wir auch immer fast immer abgestiegen, einmal abgestiegen und halt immer vorher auch fast abgestiegen sind, dass immer dieser Schlendrian drin war, dass wir dann zurücklagen, dass es nichts gebracht hat, dass wir die Spiele nicht mehr gekippt haben ins Positive, ne? Und das ist, glaube ich, nochmal so ein Hauptproblem, was mir irgendwo immer noch im Hinterkopf kommt, diese DNA, die sich verschoben hat, des Vereins, ne? Genau, Vorher war es ne? mal vor 10 Jahren noch dabei, ganz oben, Champions League, siehe hier, Pokal zum ersten. Das war ja auch lustig. Zum ersten Mal waren Bayern und Dortmund jetzt beim Halbfinale nicht dabei. Und das letzte Mal war da, wo wir dann Pokalsieger geworden sind.
Also da verschiebt sich ja auch irgendwo was. Und das, finde ich, ist irgendwo noch so ein bisschen in den Knochen drin, dass du halt diese Spieler nicht unbedingt immer alle drehst, wenn du hinten liegst. Und man sieht es ja jetzt leider auch, dass wir da Probleme haben. Und da im Stadtspiel möchte ich auch ein bisschen ausklammern, weil das hat uns dann schon geholfen, da 60 Minuten gegen 10 Mann zu spielen. Von daher kann man immer sagen, ja, das war jetzt der letzte Sieg, es war das letzte zu Null. Ich sage, gegen 11 hätten wir es halt nicht auf die Reihe bekommen. Und so ist es dann halt. Ne? Und ja, das ist schon wichtig. Ja, das stimmt. Ja, es ist ein ganz heftiges Spiel, wie gesagt, Tabellenerste gegen Tabellenzweite. Das einzig Positive, das will ich jetzt schon mal vorwegnehmen, ist halt, dass wir nicht hinter Platz 3 kommen, egal wie wir morgen spielen, weil halt Darmstadt und St. Pauli sich gegenseitig die Punkte wegnehmen. Also nochmal ein bisschen vorausblicken, verlieren wir morgen auf Schalke, sind wir Tabellendritter, haben dann noch 3 Spieltage. St. Pauli spielt noch gegen welche von oben, Darmstadt noch, Schalke natürlich auch gegen welche von oben, Nürnberg. Und dann habe ich immer noch die Hoffnung, auch wenn wir verlieren sollten, dass es dann trotzdem noch nach oben geht, weil, das haben wir schon zweimal angesprochen, gesagt, die letzten 3 Spiele, die User können es wahrscheinlich nicht mehr hören, dann müssen wir aber 9 Punkte holen und auch eine Tordifferenz von plus 15 da rausholen. Okay, genau. Da werden die anderen Vereine vielleicht auch noch was dagegen haben, aber jetzt würde ich sagen, wo du jetzt schon so euphorisch bist, dann gehst du mal auf deinen Zettel über, damit Genau. wir ein bisschen Statistik-Input bekommen, Genau. bevor wir zur Aufstellung dann kommen. Genau, da werden wir ja lange wahrscheinlich drüber diskutieren, über die Aufstellung. Also aktuell ist Schalke 04 Tabellenerster, haben 56 Punkte geholt bisher, 64 zu 36 Tore, also eine Tordifferenz von plus 28, das ist schon richtig, richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Guckt euch die anderen Mannschaften an, guckt euch uns an, wir haben nur plus 15, die haben 13 Tore mehr in der Tordifferenz, also da ist schon richtig, richtig gut. Das ist schon ein Bonus, was die haben, das ist fast schon ein Punkt auf jeden Fall. 17 Spiele gewonnen. 5 Spiele unentschieden, aber auch 8 Spiele verloren. Da war ich echt überrascht, dass Schalke in dieser Saison schon 8 Spiele verloren hat und trotzdem Tabellenführer ist. Dann wieder gewohnt unsere Heimtabelle. Werder ist auf Platz 5 mit 27 Punkten und 25 zu 14 Tore. Haben 7 Spiele gewonnen, 6 Spiele unentschieden, 2 verloren. Verloren haben wir zu Hause gegen Paderborn und zu Hause gegen Hamburg. Schalke ist bei der Heimtabelle Tabellenplatz 4. Haben 2 Punkte mehr geholt, haben 29 Punkte, 36 Tore zu 21, 9 Spiele zu Hause gewonnen, 2 Spiele zu Hause unentschieden und 4 Spiele verloren. Dann die Auswärtstabelle, die ja morgen für Werder relevant ist, sind wir Tabellenplatz 3, haben 27 Punkte auswärts geholt mit 29 zu 25 Toren, haben 8 Spiele auswärts gewonnen, was echt eine gute Bilanz ist, 3 Spiele unentschieden. Und 4 Spiele verloren. Ja, wir haben verloren in Kiel, in Dresden, in Heidenheim und in Darmstadt. Also wenn ich mal Dresden ausklammer und Kiel ausklammer, die anderen beiden Spiele kann man verlieren. Aber wie gesagt, Kiel war ja damals Christian Brandt, der das Spiel ganz alleine verloren hat, haben wir auch schon oft genug gesagt. Wie gesagt, diese 4 Spiele haben wir auswärts verloren. Schalke hat auswärts wie wir auch 27 Punkte geholt, 28 zu 15 Tore, 8 Spiele auswärts gewonnen, 3 verloren. Und Entschuldigung, ich muss mich verbessern. Es war so, dass wir auswärts genau das Gleiche hatten, dass wir 8 Spiele gewonnen haben, 3 Spiele unentschieden und 4 verloren. Und nur zu Hause hat Schalke 9 gewonnen, 2 unentschieden und 4 verloren. So, dann ganz wichtig, die Torschützenliste. Ich habe es gerade angesprochen. Deshalb passt es mir natürlich gar nicht, dass morgen unsere Abwehr wieder neu zusammengestellt werden muss, weil Simon Terodde 24 Tore, ne? 6 Tore Vorsprung in der Torschützenliste der zweiten Liga. Also der nächste ist mit 18 Toren der Burgstaller und der Glatzel von Hamburg. Und Terodde morgen gegen unsere, da habe ich natürlich Riss. Und der ist jeden Spiel für ein Tor gut. Der wird morgen wahrscheinlich auch wieder seine Hüte machen. Und da habe ich, wie gesagt, den meisten Respekt vor. So, insgesamt haben wir 113 Mal gegen Schalke gespielt. 164 zu 146 Tore. Wir liegen da also vorne. 47 Siege, 22 Unentschieden, 44 Niederlagen. Also die Bilanz spricht noch für uns. Ich hoffe, dass wir das dann morgen ausbauen können. So, dann wie immer, Sepp, das letzte Spiel, kann sich ja jeder Werder-Fan daran erinnern. 0-1 Terodde in der 82., wo alle dachten, so, das war's jetzt. Und dann war ja das Mordsfoul, also Assalé am Assalé. Wir konnten von Glück sprechen, dass er da nicht im Krankenhaus gelandet ist, wie der Schalker Abwehrspieler den umgetreten hat. Das war das schlimmste Foul, was ich in den letzten 50 Jahren in der Bundesliga gesehen habe. Ich hoffe, Absolut ihr richtig versteht, erkannt. ja, ihr Werder-Fans versteht alle meine Euphorie. Den Schalker-Fans muss ich jetzt natürlich das alles erklären. Ihr wisst, auch unserer Meinung, Sepp und meiner Meinung nach, es war nie ein Elfmeter. Ich war damals sogar live im Stadion, habe gefühlt 100 Meter weit weggesessen und habe damals schon im Stadion gesagt, niemals ein Elfmeter.
muss ich mich als Werder-Fan bei den Schalker jetzt noch für entschuldigen. Und dann hat der Füllkrug in der 97. Minute, das war ja auch noch, es war die 97. Minute, macht der Füllkrug dann halt durch den Elfmeter noch das 1-1. Und nochmal, liebe Schalke-Fans, wenn einer zuhört, kann ich mich nur für entschuldigen für diesen Elfmeter. So, die letzten 5 Spiele, da muss ich was sagen, Sepp, das haben wir das letzte Mal angesprochen. 25. Spieltag, wir Erster, Schalker Sechster. 30. Spieltag, wir Zweiter, Schalker Erster. Die Schalke haben in den 5 Spieltagen 15 Punkte geholt und 15-4 Tore, die letzten 5 Spiele. Also das finde ich mal einen wahnsinnigen Lauf, auch mit 15 Tore. Also pro Spiel 3 Tore geschossen, die Schalker. Das ist schon richtig gut, richtig gut. Ich habe es gerade angesprochen mit unseren Abwehrproblemen. Also wir in den letzten 5 Spielen, Sepp, leider nur 6 Punkte geholt und 5-5 Tore. Also sie haben in den letzten 5 Spielen 10 Tore weniger geschossen als Schalke. Und das ist schon eine verdammte Hausnummer. Das war es mit eurem Zettel. Liebe User, ich entschuldige mich nochmal wegen der Heim- und Auswärtsbilanz. Aber jetzt bei der Aktualität und den letzten 5 Spielen, also das ist schon eine Wucht, die da morgen kommt, Sepp. Also 15 Tore in den letzten 5 Spielen. Torode, 24 Tore, der immer sozusagen gefühlt schon seit 10 Jahren Zweitliga-Torschützenkönig wird und so weiter und so fort. Sepp, das wird morgen eine Hürde aus dem ganz, ganz oberen Regal. Definitiv. Oh Mann, aber so eine schöne Phrase, sehr gut. Ja, ja. Ich hab auch nochmal gerade geguckt, du hast es ja auch schön gesagt, weil hat Schalke ja auch die Tordifferenz dann nochmal erheblich nach oben geschraubt, auch diese plus 28. Das ist wirklich schon ein Brett. Und wir kamen ja dann leider nicht mehr. Wir kamen ja schon, ich glaube, Anfangszeit Ole Werner irgendwie bei minus 1 oder so und haben uns dann langsam hochgearbeitet und hatten dann leider nicht mehr diese Spiele, die dann mal 3-0 oder ähnlich ausgegangen sind. Ja, das ist oberstes Regal. So muss es sein, wenn die zwei Schwergewichte gegeneinander spielen, abgestiegen, letzte Saison. Du hast Roger Assalé angesprochen, sicherlich eine der größten Optionen für morgen. Der sollte deckend durchspielen, der Mann. Der bringt die Schnelligkeit mit, der holt die Zweikämpfe raus im 16er. Also das könnte wieder eine Elfmeterflut für uns werden, wenn er spielt. Aber ich glaube, er ist nicht mal im Kader. Warum nur? Ja, ich weiß es auch nicht. Jetzt kommen wir wieder zu den ernsten Themen des Lebens im Fußball, Ergebnissport, Abwehr. Also, lass uns das doch mal einfacher machen. Machen wir mal die 4, die wahrscheinlich spielen werden. Und da sage ich dir vorne Duxch und Füllkrug und dahinter Romano Schmidt und Leo Bittencourt. Da bin ich hundertprozentig bei dir. Wie gesagt, Leo Bittencourt, du weißt, auch viele User haben die gleiche Meinung wie wir. Das ist ja schon mal toll zu lesen auf jeden Fall, dass wir da nicht alleine stehen mit der Meinung. Und die ganzen Statistiken sprechen ja auch eigentlich total gegen Leo, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Aber morgen ist halt wieder so ein Spiel, das fällt mir jetzt schwer, das über die Lippen zu bringen, aber morgen brauchst du halt so einen Leo, ne? Der halt die gegnerischen Fans provoziert, der in die Zweikämpfe geht, der immer den anderen Spielern sagt, was wollt ihr eigentlich, kommt, haut ab oder kommt her und so weiter. Er ist halt morgen der Mentalitätsspieler und so leicht es mir über die Lippen geht, so leicht geht es mir wirklich nicht über die Lippen. Ihr merkt das gerade schon, morgen brauchen wir ihn, glaube ich, selbst. Auch wenn er spielerisch nicht, aber morgen als Mentalitätsmonster brauchen wir ihn. Ja, und dann mache nochmal wieder bei den anderen einfachen Dingen weiter, bei Flenker im Tor. Letztes Mal ja schon die beste Note bekommen, auch nochmal von den Fans übrigens die beste Note bekommen. Und dann geht's an die Abwehr. Du hast es ja angesprochen, Veljkovic fällt auf jeden Fall mit einem kleinen Muskelfaserriss aus, was auch immer das dann jetzt hier wieder bedeutet. Das scheint jetzt aber nicht so lange zu sein. Jetzt haben wir die Option. Groß ist noch erkältet. Ist jetzt auch nicht so gut. Erinnert euch mal bitte an Einsatz von Rapp. Der war auch nicht jetzt gerade so fit. Da muss man mal schauen, wie es aussieht. Also nehmen wir jetzt mal an, Groß würde spielen. Dann wäre natürlich das Thema, Friedl ist noch da, Groß ist noch da. Den nimmst du dann noch zurück? Rapp. Ja? Rapp, genau. Rapp, dann nehme ich Rapp mit zurück. Okay. Nur ich habe leider die Gefahr, du hast es gerade selber angesprochen, dass, nochmal, Terode 24 Tore, ich will mich jetzt nicht wieder die ganze Zeit wiederholen, ich brauche fitte Leute gegen so eine Truppe. Jetzt habe ich, wenn ich fitte Leute habe, sind das Leute hinten drin, die normalerweise diese Position nicht spielen, diese Erfahrung nicht haben. So. Habe ich keine fitte Leute, habe ich hinten den Groß drin. Der wahrscheinlich, du hast es letztes Mal angesprochen, der Rapp musste so schnell genug rausgenommen werden nach der Erkältung, weil er platt war. Also egal, wie ich diese Abwehr aufzäume morgen, wird es ein riesengroßes Problem werden, meiner Meinung nach. Terodde, 24 Tore,
gegen einen nicht fitten Großwirt er die Tore machen und gegen eine nicht eingespielte Abwehr wird er auch die Tore machen. Und deshalb, egal was passiert, es wird pro Schalke sein, definitiv. Und deshalb vorne pressen, dass der Ball gar nicht so weit hinten in die Abwehr kommt. Die Mittelfeldspieler müssen morgen richtig Gas geben. Die müssen richtig die Lunge aus dem Hals rennen, damit ja nicht hinten viel anbrennt. Also auch gerade das defensive Mittelfeld muss morgen richtig hart arbeiten, damit die Schalker keine Chancen kriegen. Morgen muss echt viel von der Abwehr weggehalten werden. Und deshalb, wie wir es gerade schon gesprochen haben, von Anfang an draufgehen. Aber du hast mich jetzt gefragt, also wenn Groß spielt, dann Groß, Friedel, Rapp. Sollte Groß nicht spielen, würde ich sagen Rapp, Jung und Friedel. Ja, da bin ich bei dir. Du hast ja spielst immer Terodde, Bülter. Ich glaube, ich hatte vorhin Blüter gesagt. Entschuldigung, das war Bülter, Marius Bülter. Der ist ja auch gerade in Topform, weil er die 3 Tore geschossen hat. Also die haben natürlich dann auch als Sturm-Duo da 34 Tore jetzt, wenn ich das richtig schnell überblicke. Also da ist auch einiges an Torqualität natürlich da. Damit das beste Sturm-Duo müssten sie damit stellen. Da wird einiges auf uns zukommen. Das heißt aber ja auch für uns, da sind wir uns ja mehr oder weniger schon einig, entweder ist Jung halt nochmal links draußen, dann würde wahrscheinlich fast schon wieder Weiser spielen, weil er halt den Impuls gegeben hat, auch durch die Einwechslung inklusive Tor. Oder falls Jung in die Dreierkette kommt, dann würden halt Agu und Weiser jeweils die Außen besetzen. Ne? Genau. Ja, und das heißt ja auch dann, die Sache mit Rapp ist dann entscheidend. Ich glaube, dass der Rapp auf den Sechser spielen lassen würde, wenn er nicht hinten gebraucht wird, also wenn Groß da ist. Sonst würde Gruev spielen. Ne? Genau, diese Option. Also wir machen das ja jetzt hier wie auf dem Schachbrett, aber ich glaube, genauso wie wir jetzt gerade überlegen, überlebt der Ole Werner auch, weil irgendwie sonst fehlen uns ja die Alternativen. Also Mai darfst du nicht bringen. Darfst du nicht, kannst du nicht, den darfst du nicht. Den musst du schon außen vor lassen. So, dann weiß ich gar nicht, was mit dem jungen Schiderola ist. Der ist nicht da, der ist mit der Nationalmannschaft unterwegs. Okay, und wenn, bringst du den sowieso nicht bei 60.000 auf Schalke, bin ich mir ganz sicher. So, ja. Welche Option hast du dann noch? Also, was wir jetzt gerade besprechen, anders kann er meiner Meinung nach nicht aufstellen. Und dann kommt jetzt noch das große Aber vom Skup. Hoffentlich verletzt sich da morgen nicht noch einer, weil dann kriegst du noch mehr ein Problem. Der vor jetzt von der Dreierkette oder beziehungsweise Fünferkette verletzt sich auf einmal noch ein Rapp oder ganz schlimm, Frieden verletzt sich nochmal und so weiter. Dann haben wir aber richtige Probleme morgen. Deshalb wichtig ist, dass morgen alle fit sind und dass sich die Mannschaft so aufstellt, wie wir es gerade sagen, weil, liebe User, an euch gerichtet, habt ihr andere Optionen, wie ihr aufstellen wollt? Also meiner Meinung nach, mit Groß so, ohne Groß so, wir haben es gerade gehört, anders gibt es keine Möglichkeiten, meiner Meinung nach. Ja, genau. Ja, genau. Fassen wir vielleicht nochmal zusammen. Wenn Groß da ist, spielt er in der Dreierkette mit Friedl und mit Rapp, genau. Aber, okay, das könnte. Also die Frage ist halt mit dem Sechser. Wird er sich immer auf Gruev da festsetzen oder nicht? Ja, das wäre halt die Frage, weil er könnte ja auch Jung reinziehen in die Dreierkette, also Groß, Friedel, Jung spielen, außen Weiser und Agu und Rapp wieder auf die Sechs setzen. Diese Möglichkeit geht natürlich auch. Das ist natürlich, gibt da Gruhe, hat er Vertrauen zum Gruhe? Das ist natürlich jetzt die Frage. Der Rapp ist natürlich ein Spieler, der, glaube ich, schon über 150 Zweitligaspiele hat. Der hat die Erfahrung, der kann auch mit so einem Publikum umgehen. Gruhe macht leider den entscheidenden Fehler beim 1-1, bei dem 1-Spiel, wo er im Mittelfeld den Ball verliert. Ja, natürlich, okay. Da haben wir doch eine dritte Option. Siehst du, wir haben doch nicht zwei Optionen, sondern sogar drei Optionen. Aber ich meine, das Problem ist einfach, man weiß nicht, was mit Groß ist. Wenn der Groß ausfällt, dann stellt sich es hinten eigentlich automatisch auf, weil es dann Jung, Friedel und Rapp sind. Mhm. Weil die es ja auch schon ein paar Mal gespielt haben. Und Agu und Weiser haben es auf den Außen auch mal gespielt. Genau. Das funktioniert dann jetzt schon mal. Genau, ja. So. Und dann gibt es ja eigentlich nur Gruev, der dann weiter nach vorne kommt. Also das ist, da ist so ein bisschen. Also ich sag mal so, Stammplatzgarantie für Gruev, wenn Groß ausfällt, hat er die Stammplatzgarantie, bin ich mir relativ sicher. Ja. Und wenn Groß doch spielen sollte, dann wahrscheinlich ist er doch eher auf der Bank, meiner Meinung nach. Ja, genau. Das scheinbar auch, weil auch Rapp oft eingesetzt wird, ist jetzt nicht, überzeugt mich jetzt persönlich nicht so.
Nicht so ganz, aber wenigstens mal ein Spieler, der auch aus der zweiten Reihe schießen könnte, wenn man dann nach vorne kommt. Also sehr, sehr interessant, genau. Schreibt gerne mal rein, was eure Möglichkeiten ist, was ihr sonst noch seht. Du hast ja einen unserer Lieblingsspieler angesprochen, Mai wird sicherlich nicht dabei sein als Option. Asale wird auch nicht dabei sein. Ich sehe auch nicht, dass Niklas Schmidt spielen wird, weil man Bittencourt auch braucht als Kapitän. Er ist der zweite Captain. Ja, also der Kader ist dann doch schon ein bisschen dünn, da kann man auch nicht viel machen. Verletzungen wären schlecht, gerade im Defensivbereich. Und ein Wechselpotenzial wäre ja auch dann begrenzt. Ne? Also wenn Groß jetzt nochmal ausfällt, kannst du vielleicht nochmal Niklas Schmidt bringen im Mittelfeld. Der wird nicht mal die beiden Stürmer auswechseln. Der wird kein Dingchi oder so bringen, selbst wenn da jetzt vielleicht da geeignete Räume sind aufgrund der Schnelligkeit. Wird er die vielleicht für 5 Minuten bringen, aber sonst wird er Füllkrug und Dubsch halt immer spielen lassen. Ne? Richtig, und ganz wichtig, da muss ich mir jetzt nochmal wiederholen, das ist eine total wichtige Sache, es darf sich morgen kein weiterer verletzen. Ja. Dann kriegen wir ein riesengroßes Problem. Egal in welcher Formation, ob im Sturm, im Mittelfeld oder in der Abwehr, wenn sich morgen dann noch einer groß verletzt, dann sehe ich richtig schwarz für das Spiel. Und wie gesagt, wen haben wir dann überhaupt noch auf der Bank? Wir haben Schönfelder auf der Bank, wir haben Dingschi auf der Bank, wir werden Mai auf der Bank haben. Woltemade haben wir noch. Woltemade noch. Mbom. Park. Guck mal, so ein Mbom, ne? Ganz ehrlich, so ein Mbom als Sechster kann ich mir morgen aber auch ganz gut da vorstellen. Weil das auch so ein Fighter ist. Ja, den darfst du aber auf jeden Fall nicht außen spielen lassen. Entschuldigung, dass ich sofort laut werde. Den darfst du ja nicht außen spielen lassen. Den kannst du ja nur als Sechster. Ja, aber der hat die ganze Zeit jetzt nicht gespielt. Den wirst du jetzt bei dem Spiel da nicht auf die Position schieben. Das wird er nicht machen. Gruev hat ein bisschen mehr gespielt, ne? Aber auch immer nur Halbzeiten. Also so viel Erfahrung hat Gruev dann auch nicht, ne? Ja, aber ich glaube, dass der macht ja wenig Veränderungen, deswegen wird es ja sehr gleich bleiben. Ich will vielleicht nochmal einen Hinweis geben, der auch jetzt nicht so schön ist, wo wir quasi auch in einer kleinen Spirale sind. Wir haben mal mit Duksch 4 gelbe Karten, Friedl 9 gelbe Karten, Groß 4 gelbe Karten. Ruhe, 4 gelbe Karten. Velkovic, gut, der spielt nicht auch 4 gelbe Karten. Also, was ich damit sagen will, da kommen noch blöde Spieler auf uns zu. Aber warten wir erstmal das hier ab. Also, echt eine schwere Kiste. Dazu haben sie ja wohl auch noch den Itakura, wenn ich den richtig nenne, haben die Schalker, der jetzt ausgeliehen ist von Manchester City, der, glaube ich, eine richtig geile Sechser-Rolle mittlerweile da interpretiert. Also, die haben da einen richtig guten Mann. Und haben auch hinten bei dem Thema Weiße Westen sind sie auch gar nicht so schlecht und stehen da auch meines Erachtens relativ gut da. Also es ist brutal. Es wird brutal morgen, aber dafür muss man halt, ich gucke gerade nochmal nach, zur Nullstärke insgesamt 10-mal. Martin Freisel, der wohl meistens spielt, 8-mal. Also da wisst ihr, wo die Reise hingeht. Nur nochmal zur Erinnerung, wir haben 7-mal und davon war 4-mal Zetterer. Und jetzt ganz, ganz ehrlich, jetzt, auch wenn ich wieder Hater-Kommentare von den Usern bekomme, jetzt ganz realistisch als Fußballkenner, jetzt nimm mal dein Werder-Herz außen vor. Was spricht denn morgen für Werder? Für Werder spricht immer die Überraschung. Also das ist natürlich klar. Also Schalke ist auf jeden Fall Favorit für mich, auch aufgrund dessen, dass sie den Lauf haben, dass wir Verletzungsprobleme haben. Wenn wir uns mal bei Kicker, bei den Topspielern angucken, ist auf 1 Sven Michel, ja, dann Simon Terodde und dann immer Toprak. So, ja. Das heißt, unser bester Mann fehlt. Ist man schon bereit und Terodde, klar, der wird da einige Tore schießen. Aber ist natürlich alles drin. Es ist ein Spiel, was auch einen eigenen eigenen Charakter dann entwickelt. Ganz wichtig ist, du hast es ja am Anfang schon gesagt, wir müssen in Führung gehen. Wir dürfen diese erste Halbzeit nicht verschlafen. Wir sind halt super schlecht in der ersten Halbzeit-Tabelle. Hatte ja Tobias Lotz damals auch nochmal in die Kommentare reingeschrieben. Und das ist halt ein großes Problem. Ja. Wenn du, also du holst da nur Punkte aus meiner Sicht, wenn du mal jetzt in Führung gehst. Ja, das war auch, weil ich habe schon Riesenschiss, wenn die Schalke 1 in Führung gehen. Dann kriege ich schon ein richtiges Herzrasen, denke ich auf jeden Fall, weil dann könnte es böse enden, meiner Meinung nach. Aber es werden, ich glaube, es sind knapp 7.000 schon übers Kontingent dabei. Ich denke mal, es werden 8.000 bis 10.000, die da sind, über mögliche, alle Kanäle. Quasi da wird einiges sein. Ja, es wird krass. Also schreibt gerne mal rein, wie eure Aufstellung ist, wie eure Tipps sind. Jetzt müssen wir auch noch tippen. Jetzt musst du natürlich erstmal aus deinem Bereich raus. Ich als Werder-Fan kann natürlich einen Werder-Fan-Tipp machen und tippe 3-2 für uns. Okay,
Und ich hoffe jetzt einfach an, ja, an Aberglauben, sage ich jetzt mal so. Ich tippe wieder 1-1 und wäre super glücklich, wenn wir morgen da einen Punkt holen würden. Ich wäre super glücklich. Also vor dem Spiel, ihr merkt gerade meine Reaktion, ich wäre super glücklich mit einem Punkt morgen. Auch wenn es dann der vierte Punktgewinn hintereinander wäre, wo wir richtig Punkte liegen lassen und wir das vierte Mal 1-1 hintereinander spielen. Aber ich wäre so froh, wenn wir morgen 1-1 spielen würden. Ja, ist aber definitiv so, dass das morgen das ein weiteres Unentschieden mehr wert ist als vielleicht das eine oder andere der letzten paar Wochen. Ich will aber auch vor allen Dingen eine gute Leistung sehen, damit ich den Glauben daran habe, dass man auch die anderen Spiele gut bestreitet und dass man sich da nicht so in Ausreden verteilt. Weißt du, bei Werder gibt es immer sonst diese Problematik der letzten Jahre auch so. Du liegst schon 3-0 hinten, ja, und spielst eigentlich schlecht und spielst dann am Ende verlierst 3-2, weil in den letzten 5 Minuten noch 2 Tore gemacht hast, wenn wir ein bisschen Hektik raufkommen. Dann wird immer dargestellt, gar nicht mal so schlecht, gar nicht mal so schlecht. Ich will vor allem ja auch ein gutes Spiel sehen, sodass dann halt auch der Spirit da ist, dass man halt auch die anderen Mannschaften schlagen kann, die dann nochmal folgen. Ja, und mit 3-2, das wäre das Hamburg-Ergebnis, also aus Werder-Sicht meine ich jetzt, dann passt das schon. Ja, und dann das letzte Wort. Ja. Entschuldigung, Septa, wenn wir morgen auf Schalke mit dieser Mannschaft gewinnen sollten, dann lehne ich mich aber ganz weit aus dem Fenster, dass wir definitiv unter den ersten 3 am Ende der Saison definitiv stehen. Das ist aber dann hundertprozentig, wenn wir morgen müssen sollen. Von daher kann ich jetzt nochmal die letzten Worte doch nochmal an dich richten. Euch morgen viel Spaß beim Spiel, wird der Hammer. Schreibt mal Ergebnisse rein oder ja, eure Tipps rein. Das Ergebnis, wenn ihr jetzt von Wort wisst, auch. Dann können wir noch einen Wettschein ausfüllen und eure Aufstellung und Wünsche an die Mannschaft, was ist zu beachten. Soll Roger Assaleh auch nochmal spielen. In dem Sinne, Scoop, deine Schlussworte. Ja, genau. Mein Schlusswort wie immer an die Werder-User hier auf jeden Fall. Es wäre schön, wenn wir morgen so einen Uli Borowka und Dieter 1 noch am Start hätten, glaube ich. Das wären genau die richtigen Spieler für morgen. Und Uli Borowka, der wird morgen sich schön den Simon Terodde auffressen. Das wäre, glaube ich, genau der richtige Mann für das morgige Spiel. Aber die haben wir leider nicht in Jung. Die 7000 Werder-Fans, gebt alles, die da sind, peitscht die Mannschaft nach vorne, auch wenn es vielleicht mal 0-1 oder 0-2 für die Schalker steht, immer weiter nach vorne peitschen, die ganze Stadt steht hinter euch. In diesem Sinne, vielleicht machen wir in meinen Augen ja morgen das Unmögliche möglich. Also lebenslang grün-weiß. Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert, das W auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Grün-weiße Fahne, overall, wir stehen zusammen, eins, green, white, Wonderwall. Viel haben wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen, overall, wir stehen zusammen als Green White Wonderwall. Hier, wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen,
Natürlich macht die einen Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert.